vollendet, erhebt sie sich nun wieder im städtebaulichen Ensemble unter den Linden und erwartet ihr Publikum aus nah und fern. Die Deutsche Staatsoper Berlin. 46 Wochen intensiver gemeinsamer Arbeit liegen hinter den Bauleuten und Technikern, Kunsthandwerkern und Künstlern, die der Lindenoper während einer umfangreichen Rekonstruktion ihre alte Schönheit wiedergaben. Für ihren hohen persönlichen Einsatz bedankten sich die Künstler der Deutschen Staatsoper bei allen Bauschaffenden mit einem festlichen Konzert. Eine koordinierte Zusammenarbeit von Bauschaffenden aus 80 Kombinaten und Betrieben unseres Landes war notwendig, um ein technisch so kompliziertes und architektonisch so schönes Opernhaus wie die Deutsche Staatsoper Berlin von Grund auf zu rekonstruieren. Fleiß, Ideenreichtum und ein großes handwerkliches Können wurden allen Bauschaffenden abverlangt, wie unterschiedlich ihre Aufgaben auch sein mochten. Da waren zentnerschwere Steine zu einer neuen Treppe zusammenzufügen und zierliche Ornamente hauchdünn zu vergolden. Da galt es, hunderte Meter Samt zu einem fast 4 Tonnen schweren Bühnenvorhang zusammenzunähen und die unzähligen Kristalltropfen der Kronleuchter auf Hochglanz zu polieren. Allein für das elektronisch gesteuerte Lichtstellwerk mussten über 300 Kilometer Elektrokabel neu verlegt werden. Die Fassade des Opernhauses wurde rundherum verputzt und gestrichen. Und die große Drehscheibe auf der Bühne und alle 4 Seitenwagen erhielten neue elektrische Antriebe. Die gesamte Bestuhlung des Zuschauerraumes wurde restauriert. Und für die elektronische Steuerung der Obermaschinerie entwickelte der VEB Elektronik Gera eigens einen neuen elektronischen Baustein. Der Intendant der Deutschen Staatsoper, Günter Rimkus, kann sich nun ganz den letzten Vorbereitungen seines Ensembles auf den künftigen Spielbetrieb widmen. Es ist schon ein bewegendes Gefühl, in dieser herrlich rekonstruierten Oper zu stehen,
in Erwartung ihrer Wiedereröffnung am 15. November. Unsere Berliner Lindenoper ist ja nicht nur eines der architektonisch schönsten Opernhäuser der Welt. Sie ist auch eine Oper, die an bedeutenden künstlerischen Traditionen besonders reich ist. So bedeutende Werke wie die Lustigen Weiber von Winzer von Otto Nicolai, der Wozzeck von Alban Berg, Einstein von Paul Dessau wurden hier uraufgeführt, um nur einige wenige zu nennen. Dirigentenpersönlichkeiten wie Graun, Spontini, Meyerbeer, Richard Strauss, Kleiber, Furtwängler oder Franz Konvitschny standen hier unten alle am Dirigentenpult. Künstlerpersönlichkeiten, die zum Teil auch bedeutende Komponisten ihrer Zeit gewesen sind. Und wo wollte man beginnen, um all die Sängerpersönlichkeiten hier namentlich zu benennen, die in den vergangenen 2,5 Jahrhunderten auf dieser Bühne Erfolge gefeiert haben, auch all die großen Tänzer, die hier beeindruckende Leistungen vollbracht haben. So wechselvoll wie unsere nationale Geschichte war auch die Geschichte dieses Opernhauses. 1742 wurde die Oper bekanntlich als Hofoper Friedrichs II. Von dem bedeutenden Baumeister Knobelsdorff erbaut, dann durch Brand oder Krieg wiederholt zerstört. Aber immer wieder wurde sie nach den Entwürfen des großen Architekten aufgebaut und den neuesten Bedingungen des modernen Theaterbetriebes angepasst. Neben allem anderen hatte uns der Faschismus auch dieses Opernhaus nur als Trümmerwüste hinterlassen. Noch in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges wurde die Lindenoper bis auf die Grundmauern zerstört. Es war schon eine historische Tat, dass dieses architektonische Juwel 2 Jahre nach Gründung der DDR, als Berlin noch mehr Trümmer als bewohnbare Häuser zu haben schien, auf Anregung unseres ersten Staatspräsidenten Wilhelm Pieck wieder aufgebaut wurde. Was für ein unvergesslicher Tag war dieser 4. September 1955, als ich noch als junger Dramaturg auf der letzten Parkettreihe hier, in der letzten Parkettreihe hier sitzen durfte und die Wiedereröffnungsvorstellung Die Meistersinger von Nürnberg hier erleben konnte. Yeah.
30 Jahre sind uns dann wie im Fluge vergangen. Zunächst unter dem unvergessenen Intendanten Max Burkhardt und dann unter meinem Lehrer und Vorgänger Hans Pischner, der mehr als 20 Jahre lang so beeindruckend die Geschicke dieser Oper gelenkt hat. Über 10 Millionen Besucher erlebten in diesem Haus in etwa 9000 Vorstellungen, Opern, Ballette und Konzerte. Unsere Deutsche Staatsoper war aber darüber hinaus auch Stätte ungezählter Staats- und Festakte und empfing Opern- und Ballettensemble aus aller Welt. Dann kam der Tag, an dem eine gründliche Rekonstruktion unumgänglich wurde. 2 Jahre lang haben wir zunächst gespielt und daneben das Opernhaus technisch rekonstruiert und denkmalpflegerisch von Grund auf erneuert. Das war eine harte Bewährungsprobe für das gesamte Ensemble, aber ebenso für unsere Bauleute. Seit dem 1. Januar dieses Jahres aber mussten wir absolute Baufreiheit geben und das Opernhaus wurde geschlossen. In den noch verbleibenden Wochen geht das nun rund um die Uhr. Für die Bauleute, aber auch für die Künstler. Denn wir haben den Ehrgeiz, schon in den ersten Wochen mit einem interessanten und vielfältigen Spielplan aufzuwarten. Wir wollen vom Wiedereröffnungstage bis Anfang Januar, dem Beginn unseres Berlin-Jahres, bereits mit 27 Opern und Balletten an die Öffentlichkeit treten, die hier in der Deutschen Staatsoper ihre Premiere oder ihre Wiederaufnahme erleben werden. Eines dieser Werke ist das Ballett Macbeth. Obwohl Prima Ballerina Monika Lubitz schon in vielen Vorstellungen die Lady Macbeth tanzte, arbeitet sie immer wieder an der Vervollkommnung ihrer Rollengestaltung. Roland Gawlik, der selbst jahrelang als Meistertänzer auf der Bühne der Deutschen Staatsoper stand, hilft ihr dabei. Er beobachtet, verbessert, gibt wertvolle Hinweise. Rundgang im Bühnenhaus. Zweimal wöchentlich findet er statt. Diesmal nimmt Bauleiter Heiner Biedermann die Meldungen der Brigadiere entgegen. Es wird geprüft, beraten, koordiniert. Und immer mit Rat und Tat zur Stelle einer, der die Oper wie seine Westentasche kennt, ihr langjähriger technischer Direktor Günther Oppel. Auch er ist stolz darauf, dass die Kulissen künftig computergesteuert aus dem Bühnenhimmel schweben. Die Männer vom VEB Sächsischer Brücken und Stahlhochbau Dresden und ihr Bauleiter Karl-Heinz Schade haben ganze Arbeit geleistet. Wir haben 31 hydraulische Züge, davon ist einer ein hydraulischer Rundhorizont und 3 Züge sind als Schwerlastzüge ausgebildet mit einer Tonne Traglast. 500 Kilo die anderen pro Laststange. Die bessere Sichtmöglichkeit ist vom Bedienpult Nummer 2 gegeben. Das befindet sich jetzt unmittelbar vor der Hauptbühne auf der linken Seite. Früher wurde von hier oben per Hand gesteuert und man musste also seitlich auf die Bühne schauen und die Steuervorgänge einleiten. Und hier vor Ort haben wir noch einmal sogenannte Angsthebel, um auch diese Anlage im Notfall
wenn die Mikroelektronik versagen sollte, kann damit mit diesem Nothebel die Vorstellung gerettet werden. Weiter weiß ich hier nicht. Ach so. Unter uns befinden sich die drei Rohrleitungen, die von der Druckerzeugungszentrale kommen. Von diesen Rohren gehen jetzt die Einzelabgänge zu den Arbeitszylindern. Ich schalte sie jetzt von Hand ein, ja? Ja, ist gut. Drei Pumpen im Keller erzeugen den notwendigen Druck für die hydraulischen Anlagen. Kollege Leo Kola steht mit den alten und neuen Maschinen auf gutem Fuße. Diese zwei Pumpen stehen seit 1927 im Laufe der Rekonstruktion. 1968 wurde, 86, wurde die dritte abgerissen. Die soll ins Märkische Museum kommen. Dafür ist hier eine neue aus der Tschechoslowakei. Die anderen zwei sind auch schon hier. Die werden aber erst nächste eingebaut. Zurzeit läuft die Pumpe sehr ruhig. Gebaut wird vom Keller bis zum Dach. Die Maurer der Jugendbrigade Hans-Georg Vetter hatten kaum mal Zeit, die Aussicht zu genießen. Brigadier Adam Hagar konnte sich auf seine Jungs verlassen. Auch wenn es nicht immer ganz leicht war, alles zu schaffen. Es gab natürlich Schwierigkeiten. Unsere Hauptaufgaben waren eben, sind angefallen. Diesen Sommer, Juni, Juli, August bis in September rein. Urlaubszeit ist, alle Kollegen, viele Familie, Kinder sind da. Muss natürlich geplant werden und doppelt geplant werden. Einige Kollegen haben zugunsten der Arbeit ihren Urlaub geändert, sind dies Jahr nicht groß weggefahren, haben bloß eine Woche genommen oder maximal 14 Tage, dass wir das Arbeitspensum schaffen, das wir hier abzuarbeiten hatten. Auch die Balustrade auf dem Intendanzgebäude hat die Brigade des Adam Hager geschaffen. Inzwischen erfüllt wieder Musik das Gebäude. In einem der Proberäume erarbeitet sich der Tenor Andreas Schmidt mit Unterstützung des erfahrenen Solorepetitors Ernst Loske seine Partie als Büchner in der gleichnamigen Oper von Friedrich Schenker. Ja, naja. Uraufführung von Büchner im Apollo-Saal im Februar 87. Zurzeit wird hier noch vergoldet, doch bald müssen die Sessel wieder im Zuschauerraum stehen. Wir sind von Denkmalpflege und Erfurter und Berliner und Schweriner. Also jetzt lege ich das Anlegeöl hier auf. Und das können wir dann übermorgen, kommt das Gold dann darauf. Also. Und hinterher kommt Purlack hierauf. Ja, und dann wird damit dann eben die Leute hier drauf sitzen und würde dann nachher falls Schädigung auftreten oder so an dem Gold. Auch Hans-Joachim Krieg und seine Malerkollegen vom VEB Ausbau Berlin hatten hier so einiges zu vergolden. War es schwer, das zu lernen? Naja, liegt nicht jedem, würde ich sagen. Ist schon ein bisschen Fingerfertigkeit bei. Ruhe braucht man dazu. Das trifft gewiss auch auf die anderen Arbeiten zu. Und davon gab es ja genug, oder? Ja, wie gesagt, eben den Umgängen, die ganzen Ornamente, den Rängen. Denn hier die Pilaster, die Kapitäle und so, die ganzen Deckenverzierungen, Treppengeländer. Konditorei haben wir vorher oder vor 2 Jahren gemacht, Wilhelm-Pieck-Zimmer und was so alles anliegt. Ach so, ja, die Schrift draußen hier, die neue hier, die jetzt wieder rangekommen ist, die haben wir auch gemacht, die riesigen Buchstaben da. Da wurde auch 3-mal vergoldet.
Das ist echt Gold, ja. Das ist echte Blattgold, ja, ja. Wir haben einen Kollegen, der ist eingefleischter Opern- und Operetten-Fan. Und ansonsten, so wie der Spielplan nur ausspricht, so jedem ab und an mal Kollegen so in leichten Sachen, so ein Ballett oder so. Na, höchstens mal mit den Kindern, im Kinderballett. Und jetzt Licht. Nun ja, große Oper liegt nicht jedem. Aber versuchen könnte man es schon mal. Zum Beispiel mit Jenufer. Die Proben zu dieser Janacek-Oper haben gerade begonnen. Regie führt der Chefregisseur der Deutschen Staatsoper, Professor Erhard Fischer. Eva-Maria Bundschuh wird als Gast von der Komischen Oper Berlin die Titelpartie singen. In der ersten Szene sind Gisela Schröter als die alte Buria und Peter-Jürgen Schmidt als Lazar ihre Partner. Und da geht sie los. Hände weg. Komm. Sei ganz einfach. Halt, danke, dieser kleine Ausbruch, den möchte ich dir mehr glauben dürfen, bitte. Ich empfinde ihn mit dir. Wenn sich am 25. Dezember der Vorhang zur Premiere der Jenufer heben wird, kann es schon empfindlich kalt sein. Dass sich die Zuschauer dann trotzdem wohlfühlen in ihrem Opernhaus, dafür hat unter anderem einer gesorgt, der sich Klappenpaule nennt. Na, dieser Name Klappenpaule ist ja nun schon Geschichte. Den Namen habe ich irgendwann mal bekommen im Zentrumwarenhaus. Da sind in etwa so 180 bis 200 Brandschutzklappen eingebaut. Und diese Brandschutzklappen, da musste ich mir damals besonders drum kümmern. Und da ist dieser Name Klappenpaule aufgetaucht. Dann, ja. Das ist so ein Spitzname hier. Eigentlich sind so die Betriebe, mit denen wir zu tun haben, die haben eigentlich, die kennen meinen richtigen Namen überhaupt nicht. Aber wenn sie sagen, hier Klappenpaule, dann wissen sie alle, wer ich bin. Ja, nicht? Und das ist nun mein Los. Ich muss auch mit den Namen leben. Die Anlagen hier unten sorgen nicht nur für wohlige Wärme im Winter, sondern auch dafür, dass die Zuschauer und die Künstler im Sommer nicht allzu sehr ins Schwitzen kommen. Diese Kältezentrale versorgt sämtliche Lüftungsanlagen und Klimaanlagen im Gebäude, die dieses Medium Kaltwasser benötigen. Dieser Kaltwassersatz wird gestartet, indem man jetzt entriegelt und somit ist die Anlage betriebsfertig und kann von oben von der GAA 5000 Gebäudeautomatik geschaltet werden und wird auch von dieser bedient dort und von diesem Operateur, der da oben sitzt. Ne? Mit Hilfe der Mikroelektronik kann nun für jeden Raum der Oper eine angenehme Temperatur programmiert werden. Die Damen und Herren des Staatsoper und Chores freuen sich über diese Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Unter der Leitung ihres Chordirektors Ernst Steu proben sie den Anfangschor der Oper Euryanthe. Es ist ganz gut, von innen her aus der Ruhe. Aber müssen wir aufpassen, stimmlich, dass Sie ja nicht ein paar Schleifer drin haben.
Zu Euryanthe und zu all den anderen Opern und Balletten, die gleich nach der Wiedereröffnung in den Spielplan aufgenommen werden, bestimmen nun wieder den Alltag der Künstler. In den vergangenen Monaten hatten sie oft wenig Zeit, ihre Koffer aus- und wieder einzupacken. Der Flughafen Berlin-Schönefeld wurde zum häufigen Treffpunkt der Sänger, Tänzer und Musiker, der Bühnentechniker, Beleuchter und Requisiteure. Von hier aus startete das Ensemble der Deutschen Staatsoper zu zahlreichen Gastspielen und trug den guten Ruf der Lindenoper in viele Teile der Welt. Der erste Gastspielort wurde im Januar 1986 die ungarische Hauptstadt. Richard Wagners Tannhäuser, ein Ballettabend mit Carmen Suite und Carmina Burana und Rossinis Oper Der Barbier von Sevilla stießen bei den Budapestern auf begeisterte Zustimmung. In Las Palmas und in Santa Cruz gewannen die Künstler der Deutschen Staatsoper so viele Freunde, dass sie schon 1988 wieder auf den Kanarischen Inseln erwartet werden. Nicht weniger erfolgreich verlief das Gastspiel im Rahmen der internationalen Junifestwochen Zürich 1986. Eine Sowjetunion-Tournee führte das Opernensemble im Oktober dieses Jahres ins Moskauer Bolschoi-Theater und ins Opernhaus der kasachischen Hauptstadt Alma-Ata.
Als eines der Spitzenorchester in der Welt erwies sich erneut die Berliner Staatskapelle. Aber nicht nur im australischen Perth, in Zürich, Palermo oder Macerata fanden die Musiker ein begeistertes Publikum, sondern ebenso im heimatlichen Berliner Schauspielhaus. Auch die Tänzerinnen und Tänzer des Ballettensembles der Deutschen Staatsoper gewannen die Sympathie ihrer Zuschauer im In- und Ausland. Sie gastierten in Griechenland und auf Zypern, in Budapest, Moskau, Almaty und auch in vielen Städten unseres Landes. Ihre letzte Tournee führte sie im Oktober in die Volksrepublik Polen. Während das Ballett seine Gastspielreise nach Wrocław fortsetzt, stehen in Berlin die Bauarbeiten kurz vor ihrem Abschluss. Oberbauleiter Eugen Schröder überzeugt sich, dass alles termingerecht und in guter Qualität fertiggestellt wird. Wir haben jetzt praktisch
praktisch ab 1. Oktober muss, der, am 3. Oktober kommt der Wagen, der die Säulen nachbessert und die dunklen Stellen nachbessert. Ja. Nach und nach kehren auch die restaurierten Musen auf das Dach der Deutschen Staatsoper zurück. Hier schwebt Apollon, der Gott des Lichtes und der Künste, wieder auf das Giebeldreieck über dem Portikus. Ihm folgen bald die beiden Musen Melpomene mit der traurigen und Thalia mit der lachenden Maske. Der neue Hauptvorhang mit den kunstvollen Ornamentstickereien hat ein Gewicht von 3,8 Tonnen. Er muss sich zunächst einige Tage aushängen, bevor er in der richtigen Höhe angebracht werden kann. In den Werkstätten der Deutschen Staatsoper wird seit Wochen an der Euryanthe-Dekoration gearbeitet. Am Modell erläutert Professor Wilfried Wertz die Funktionsweise des von ihm entworfenen Bühnenbildes. Seite dieses ganzen Baues, und wir wollen auch Folgendes machen, wir wollen eventuell den Hauptvorhang bis auf diese Höhe herunterlassen, sodass wir ein extrem schmales Bild sehen. Das ist nur ein kurzes Eingangsbild. Hinten im großen Hauptraum, den wir dann später kennenlernen, dahinter steht der, ja, das ist schön, wenn Sie das mal reinhalten. Na wunderbar. So, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. So etwa. So, dass Folgendes passiert. Hinter der Szene hört man den Chor, der die Sieger feiert. Hier auf diesem Plateau, wenn man so will, eine Terrasse oder einen Balkon, sieht man die tanzende Gesellschaft. Das heißt, man sieht nur tanzende Füße. Und unten in diesem kellerartigen Verlies, dort liegt die Kriegsbeute aus dem letzten Feldzug. Und einer kommt zurück aus der Schlacht, der hat den Anschluss verloren, der ist noch eigentlich mit seinen Sinnen, mit seinem ganzen Gefühl bei den Kämpfen, bei der Schlacht. Der hat auch Blessuren und ist verwundet und der taumelt hier unten durch und kann das noch nicht begreifen, dass die Schrecknisse des Krieges jetzt hinter ihm liegen. Das ist eine ganz kurze Eingangsszene. Sie soll eigentlich charakterisieren, dass dieser junge Mann, der vielleicht zum ersten Mal in ein solches Abenteuer geraten ist, sich nicht lösen kann aus den Schrecknissen des Krieges. Die Werkstätten haben gut vorgearbeitet und so kann Regisseur Christian Pöppelreiter das erste Bild schon in der fast vollständigen Dekoration proben. Generalmusikdirektor Siegfried Kurz lässt es sich als Dirigent nicht nehmen, neben der Einstudierung des Orchesters auch die Bühnenproben zu leiten. Das zur Wiedereröffnung dieses berühmten und bildschönen Hauses ausgerechnet die Euryanthe gewählt worden ist, hängt damit zusammen, dass wir überzeugt davon sind, dass das ein sehr gutes Stück ist. Und zweitens damit, dass Karl Maria von Webers 200. Geburtstag gefeiert wird. Das heißt also, es gibt eigentlich zwei Gründe, von denen aber würde ich sagen, der erste überwiegt. Der nämlich, dass das ein ganz großes Werk ist. Wir glauben, es ist Webers bedeutendste Partitur. Es ist Webers bedeutendste Musik. Und wir glauben auch, dass das Libretto von Helmine von Cesi ein im Grunde gutes Libretto ist. Es gibt ein paar Probleme, aber ein im Grunde gutes Libretto. Und dass das Stück geradezu ein Schlüsselwerk für Romantik ist. Und zwar insofern, als es den Grundimpuls der Romantiker, das nicht in Übereinstimmung bringen können von Idealität und Realität,
in geradezu signifikanter Weise dramatisch darstellen. Gewandobermeister Heinz Kahlert, Leiter der Herrenschneiderei, hat alle Hände voll zu tun, um die vielen prachtvollen Kostüme rechtzeitig fertigzustellen. Ja, das ist der Lysiad, die Fiorin dazu. Und zwar ist es ein Panzer, bloß der kommt nicht aus Metall, weil es für den Sänger zu schwer wäre. Und da machen wir jetzt eine Filzkonstruktion. Da haben wir Formen für, wo das drüber gespannt wird. Das sieht dann so aus. Das ist alles aus Filz. Und die Geschichte wird dann bearbeitet nachher mit Hutsteife, damit diese Form richtig rauskommt, auf Form gespannt. Wenn wir drunter nehmen, sieht es dann nachher so aus, wie diese Abpassung. Die ganze Geschichte wird dann überzogen mit diesem Silberbrokat und kommt dann nachher belegt mit diesen Metallstreifen hinten. Für die Forschung insgesamt sind es ungefähr 280 Kostüme, die zusammenkommen. Und davon sind ungefähr 40 von dieser Variante hier, die Ritter. Dann nochmal in Weiß, die hier hinten sind. Da sind 46 von. Und von den Roten, die Sie vorhin schon mal aufgenommen haben, da sind 36 von. Dann kommt das Yachtbild, das ist eine Fantasieszene. Das sind diese Kostüme hier. Davon kommen in der Art ungefähr 15, 16 Kostüme. Da haben wir dann verschiedene Varianten mit Rock oder hier mit so einer Halskrause drum. Das ist ganz verschieden. Auch in der Maskenbildnerei wird für die Euryanthe-Inszenierung gearbeitet. Büffelhaar bildet die Grundlage für die Herrenperücken. Jedes Haar muss einzeln geknüpft werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ein Maskenbildner eine ganze Woche an einer einzigen Perücke zu arbeiten hat. In der Plastikabteilung der Dekorationswerkstätten werden Dekorationsteile aus leichten Materialien geformt und kaschiert. So zum Beispiel die Pferde für die Euryanthe-Inszenierung. Im Mahlsaal werden sie dann weiter bearbeitet. So.
haben ja Pferde. Es kommen in diesen Raum hinein, in einer dieser Traumvisionen, kommen diese riesen Gäule. Nicht? Das ist einfach, es soll eine Assoziation sein vom Krieg. Es hat mit eigentlich in der, im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal Kriegsdarstellungen gegeben, wo Pferd und Reiter, bei Rethel zum Beispiel, das Todespferd und ein Gerippe, wo das Motiv des sterbenden Kriegers in einer Symbiose von Pferd und Mensch da ist. Das ist ein urromantisches Motiv und deshalb sollen die diesem Mann, diesem Helden, der im Grunde in einer Umnachtung entgegengeht, sollen diese Pferde entgegenschweben aus dem Theaterhimmel. Das ist der Gedanke. Es ist vielleicht ein bisschen absurd, aber ich denke, vor dem Hintergrund dieser Musik, nicht vor bestimmten Worten, sondern vor dem Hintergrund dieser Musik, wird eine solche Vision, die eben hereinschwebt, wie eine Todesbedrohung, wird, glaube ich, möglich sein. Wer in der Pause ein Glas Sekt oder eine Tasse Kaffee trinken möchte, kann seine Schritte in die Konditorei lenken. Viele Wochen lang hat die Dresdner Grafikerin Gitta Kettner hier unten gearbeitet. Also es war für mich ein sehr schöner Auftrag und vor allen Dingen ein sehr ausgefallener. Ich habe bis jetzt noch keinen solchen großen Auftrag gemacht. Vor allen Dingen mengenmäßig, größenmäßig und finanziell mäßig, also überall. Und während der Arbeit habe ich richtig Lust dazu gekriegt, denn es klappte und es machte Spaß und ich konnte fabulieren. Sie haben mir nicht sehr reingeredet. Ich konnte meine Ideen und meine Gedanken oder besser gesagt, meine ganzen Figuren erzählen lassen. Ich hatte ein nettes Publikum, angefangen von Bauarbeitern, von der Volksarmee-Soldaten und den Reinigungskräften bis zu den Professoren der Dramaturgie oder den Chefs der ganzen Sache. Und jeder hat mir zugeguckt über die Schulter, wollte was wissen und mir hat es Spaß gemacht, ihnen zu erklären, wie ich das mache und mit was ich arbeite. Ich habe ihnen dann auch meine Fehler gezeigt. Ich habe dann gezeigt, wenn ich mich verzeichne, weil ich alles frei auf der Fläche entwickelt habe, dass man dann nicht kratzen oder radieren kann oder abwaschen, sondern man muss vorne durch, man muss dann aus den Strichen neu entwickeln. Und dadurch hat es natürlich vielleicht die Spontanität gekriegt und vielleicht auch das Frische, was eigentlich unsere Zeit ausmacht. Ich erweihe ich mein Leben, euer jahrtes Herz hat, die mir kein treuer Leben, eines Daseins höchstes fand. Weber?
In der künstlerischen Betriebsleitung werden die Proben der Künstler koordiniert. Die Telefone klingen unaufhörlich und es ist gar nicht so leicht, immer den Überblick zu behalten. Also ich habe die Sache Frau Schurert vorgetragen. Es sieht nicht schlecht aus, hat sie gemeint. Im großen Magazingebäude neben dem Opernhaus lagern die Kulissen für die zahlreichen Opern und Ballette, die ständig auf dem Spielplan stehen. Auch die letzten Dekorationsteile für die Euryanthe sind inzwischen eingetroffen. Große Vorteile für eine attraktive Beleuchtung der Bühnendekorationen bringen die beiden fahrbaren Panoramabrücken, die zu beiden Seiten der Hauptbühne eingebaut wurden. Die vielen hundert Scheinwerfer, die von allen Seiten auf die Bühne gerichtet sind, werden vom neu eingerichteten Lichtstellwerk aus elektronisch gesteuert. Die Beleuchter können über den Zuschauerraum hinweg das gesamte Bühnengeschehen verfolgen. Der Tag der Premiere ist herangerückt. Lampenfieber bemächtigt sich der Künstler. Bald wird sich der Zuschauerraum mit festlich gekleideten Premierenbesuchern füllen. Die Bauschaffenden haben Wort gehalten. Rechtzeitig sind auch die letzten Programmhefte für die Euryanthe aus den Druckmaschinen gelaufen und stehen zur Premiere jedem Besucher zur Verfügung. Und während die Sänger und Musiker auf der Bühne und im Orchestergraben ihr Bestes geben, als Dank für ihr neues altes Opernhaus, können sich die Bauleute nach vielen Monaten harter, aber auch schöner Arbeit guten Gewissens in ihrem Theatersessel zurücklehnen und die Musik Karl Maria von Webers genießen. Musik.
Ihre Mühen haben sich gelohnt.